Und herzlich willkommen zum heutigen Quicktip. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Rechts- oder Links-Stick-Erkennung in eurer Map realisieren könnt. In Minecraft gibt es zwar Knöpfe zum Erkennen von Rechtsklicks, allerdings kann man diese natürlich nicht in allen Situationen verwenden. Eine Click-Detection mit Command-Blöcken ist dagegen unsichtbar und nicht schwer umzusetzen. Für die Erkennung von Links-Sticks gibt es eine häufig verwendete Methode. Voraussetzung der Erkennung ist natürlich, dass der Spieler die standardmäßige Tastaturbelegung verwendet. Für beide Versionen braucht ihr eine unsichtbare Entity, die der Spieler zunächst anklicken kann. Eine solche Entity könnt ihr auf MC Stacker erzeugen. Sie sollte wie eben erwähnt den Invisibility-Effekt und bei den Eigenschaften Persistence, Quiet, Silent sowie No AI den Wert True haben. In Binarable darf sie nicht sein, sonst kann man ihr keinen Schaden hinzufügen. Dafür geben wir ihr mehr Leben und dazu noch den Instant Health-Effekt, damit sie nicht sterben kann. Mit einem Linksklick wird normalerweise eine Entity geschlagen. Das können wir uns zunutze machen, um einen Linksklick zu erkennen. Dazu müssen wir lediglich überprüfen, ob unsere unsichtbare Detektor-Entity Schaden erhalten hat. Die Entity besitzt einen NPT-Tag, HurtTime, das wir abfragen können. Es gibt an, wie viele Ticks verstrichen sind, seit die Entity das letzte Mal geschlagen wurde. Hat sich dieser Wert verändert, dann gab es einen Linksklick und wir können die gewünschten Aktionen starten. Einen Rechtsklick erkennen wir mithilfe eines unsichtbaren Dorfbewohners und der Scoreboard-Statistik Talk to Villager. Dieser Objective-Typ zählt, wie oft ein Spieler mit einem Villager interagiert hat. Um zu vermeiden, dass sich beim Rechtsklick auf einen Dorfbewohner die Trading-Oberfläche öffnet, setzen wir seinen Beruf auf MC Stacker auf Generic. Um mehrfach einen Rechtsklick feststellen zu können, müssen wir den Score bei jedem Tick auf 0 zurücksetzen. Ansonsten wäre nach einem einmaligen Rechtsklick die Bedingung Score Villager mindestens 1 immer wahr. Anschließend haben wir schon eine funktionierende Rechtsklick-Erkennung. Sicherlich habt ihr erkannt, dass durch den Einsatz einer Detection-Entity ein großes Problem entsteht. Der Spieler muss die Hitbox der Entity treffen, was bedeutet, dass sie entweder diese Methode nur einsetzt, wenn nur ein Klick auf einen bestimmten Punkt bzw. Block erkannt werden sollte, oder ihr die Entity ständig vor dem Spieler teleportiert. Letzteres Vorgehen führt dazu, dass die Entity eine Interaktion mit der Umwelt dahinter unmöglich macht, weil sie alles verdeckt. Überlegt euch hier also gut, wie ihr vorgehen möchtet, denn es kommt immer auf den Verwendungszweck an. Und das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!